Das heißt, jetzt bleibt uns noch scannen, richtig? Warte mal ganz kurz. Kommen wir zurück. Soldaten verfügbar 2. Ja, da stand es gerade. Verfügbar 2, verwundet 1, nicht verfügbar 21. Engineering-Leute haben wir auch alle eingeteilt. Die sind da beim Spule abbauen. Ich habe hab kein Geld, um irgendetwas zu tun. Ich habe mein Bestes getan, um die Und wo Zentral da gerade abgewürgt? Ich habe gerade von den Rekruten gesprochen. Wir sind hier, ne? Ja, warte mal. Dann gehen wir kurz da rein und schauen mal, ob wir hier noch irgendwas ändern können. Nee, hier sind zu wenig Leute. Also müssten Wände rüberfliegen. Ja, fliegen rüber. Oh, ich kann es doch remote machen. Das ist sehr schön. Also, Versorgung, Aufklärung, Aufklärung, Rekrutierung, Verstecken, Verstecken. Hier verstecken sich sehr viele. Die stelle ich jetzt alle mal auf Versorgung in der Hoffnung, dass ich so plus 165 war. Eben waren es 165, jetzt sind es 106. Wow, das macht einen Riesenunterschied. Okay. Versorgung, 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 Versorgung. Was haben wir jetzt? Wir haben... Das sollte, wenn denn, alles immer beisammen sein. Also alle, die nebeneinander sind, machen auch das Gleiche. Bis es dann irgendwo hier einen Bruch gibt. Genau, du machst zum... Warum kann ich dich nicht umändern? Ah. Dann machst du bitte Rekrutierung. Na, ist aber noch kaputt. Oh, bist du vielleicht ein Spion? Müssen wir mal schauen. Also ganz viel Versorgung unten, dann 3 Rekrutierungen und 3-mal Aufklärung. Sonst gibt es nichts, ne? Ne. Also 3 Aufklärungen, 3 Rekrutierungen, Restversorgung. Damit kommen wir auf 136. Hier drüben machen wir es hier ähnlich. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Rekrutieren, rekrutieren, rekrutieren. Und Restversorgung. Da müssen wir gucken, wenn die feindliche Stärke zu hoch wird, dass wir denn die Versorger runternehmen oder verstecken machen. Weil Adventstärke ist hier schon 4. Oh, die scheint überall 4 zu sein, ne? Ah ne, hier ist sie nur 1. Wahrscheinlich, weil so viele sich versteckt haben da unten. Ah ne, das ist das andere Ding. Wahrscheinlich, weil hier einfach viel zu wenig Leute sind. Ja gut. Das heißt, dich auf Aufklärung, Aufklärung. Rekrut, Rekrut und Restversorgung. So. Da unten müssten wir noch Kontakt herstellen, aber da... Doch, wir haben genug Infos. Und dann hätten wir unseren Kontinent voll. Geh mal rüber da. Setze Kurs auf Sektor 5, Indien. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Oh oh. Hat neue Informationen zu Einsätzen mit hoher Priorität. Ich habe gerade keine Leute. Neuarktis. Operation verlorener Priester. Widerstandsversorgungskonvoi verteidigen. Widerstandseinheit beschützen. Truppen rücken vor, um einen Versorgungskonvoi des Widerstands anzugreifen. Wir müssen unsere Leute und das Material beschützen. Läuft ab in 23 Stunden. Das Problem ist nur... Setze Kurs auf die arktischen Gebiete. Das machen wir schon 3 Stunden hin. Wuchs. 9 Stunden hingebaut. Wir haben halt keine Leute. Also ich müsste eine andere Mission abbrechen oder schnell anfangen. Wir sind jetzt bei 38%. Wir wollen das Ding da oben angreifen. Nein, warte. War das hier? Genau, hier. Das war der Turm. Netzwerkturm sichern. Das heißt, den breche ich jetzt ab, weil das bleibt ja immer da. Abbruch. Sky Ranger eingesetzt. Infiltration abbrechen. Team in Sicherheit, hebe ab. Dann jetzt dahin.
Drei Mann. Nein, da brauchen wir schon ein paar mehr. Wenn wir schon hier alles voll machen dürfen, ohne eine Zeitangabe und allem, dann sollten wir es auch voll machen. Also einer fehlt jetzt noch. Aber ich denke mal, unser Sparky da reißt das schon raus. Was sieht es mit Ausrüstung aus? Du hast die Hohlgeschosse, wir haben Medpack dabei, aber nur eins. Ja, ist okay. Du hast den Bolzen. Glück. Grenadier. Ja, das ist eine sehr einsatzstarke Truppe. Also einmal Raketenwerfer, Flammenwerfer, dann hinten unser Bot. Hier noch ein Granatwerfer. Und Rest Standardeinheiten. Das ist okay. Also für mich ist alles, was nicht Big Badaboom macht, eine Standardeinheit. Das ist nicht böse gemeint. Aber die Granaten und Raketen machen halt wesentlich mehr. Badaboom. Das ist ja andere. Ja, dann machen wir jetzt die Mission hier. Unerwarteterweise. Und mit denen müssen wir jetzt einen Konvoi verteidigen. Ich hoffe mal, dass wir jetzt einen Soldaten weniger haben, wird kein Problem. Aber schauen wir mal. Sky Ranger eingesetzt. Sind in Position für den Einsatz. Stopp. Sky Ranger Rückrufbestätigt. Armer Sky Ranger. Aber ich glaube, ich habe da. Na, hätten sie ruhig drin lassen können. Ich habe die Rüstung nicht ordentlich verteilt. Das würde ich ganz gerne nochmal gucken. So. Bearbeiten. Das hier, wenn sie so aussehen, ist es schon die richtige Rüstung, ne? Ja, Predator-Rüstung. Mach mal Rüstung freigeben, falls es noch welche gibt. Wir haben aber keine. Ja gut, dann kann ich auch nicht viel ändern, ne? Allerdings solltest du die nicht mehr anhaben, auch wenn du damit cool aussiehst. Die sieht zu leicht aus. Besser. So, sondern es sollte lieber er hier die haben. So, weil er meistens näher dran ist als Sturmeinheit, ne? So ein Hacker ist ja doch meistens einen Ticken hinten. Also Sturm haben jeweils gute Rüstung, Salted gute Rüstung, weil sie ein Anführer ist. Keltak hat die Rüstung auch. Ist jetzt aber auch nicht ganz so weit vorne. Also wäre es egal, wer von beiden die bekommt. Unser Sniper, du hast keine, ne? Das ist die Standardrüstung. Ja. Holo-Zielvorrichtung kann raus. Achso, du hast keine gute Alternative. Ja, na gut. Dann jetzt aber los, ne? Oder muss ich mich nochmal wegen irgendwas umentscheiden? Du hast Rakete schon. Du hast den Flammenwerfer. Da brauchst du nicht noch eine Splittergranate. Stattdessen kannst du lieber... Was? Achso. Hier Splittergranate und dafür hättest du ganz gerne Medkit? Ne, panzerbrechende Munition. Ja. Na, ist gut. So, los. Sky Ranger eingesetzt. Schau mal, was das jetzt genau für ein Einsatz ist. Also wir sollen einen Konvoi von uns verteidigen, der angegriffen wurde. Warum sitzt du bei ihm auf dem Schoß? Tracy, was machst du da? Ja, Widerstandskonvoi verteidigen. Das ist alles, was wir an Informationen haben. Das Widerstandspersonal verteidigen. Ich weiß nicht, ob wir auch die steuern können oder nicht. Und Vorräte beschützen. Also ich denke mal, das Ding darf auch nicht in die Luft fliegen. Was interessant werden könnte. Ja.
Schauen wir mal. Das heißt, du musst auch vorsichtig sein mit seinen Raketen. Und du mit deinem Granatwerfer. Und du mit deiner Trenchgun. Du auch. Du mit deiner Schredderkanone. Wir haben sehr viel Flächenschaden, fällt mir gerade auf hier. Ja, nice. Okay, Versorgungskonvoi. Unser Fokus auf die Suche nach Vorräten in dieser Region hat die Aufmerksamkeit von Advent erregt. Wahrscheinlich wegen der hohen Zahl, die wir hatten im Gebiet. Feindliche Truppen haben einen Konvoi mit Vorräten für den Widerstand stillgelegt. Sie haben Transporter entsandt, um jeden zu eliminieren und alles Nützliche zu zerstören. Wir greifen ein, um sowohl Menschen als auch die wichtigen Vorräte zu beschützen. Eliminiere alle feindlichen Truppen, bevor sie zusätzlichen Schaden anrichten können, damit unser Konvoi aus dem Gebiet entkommen kann. Okay. Okay, wir kriegen nächste Runde schon Feinde. Und einer von uns ist nur versteckt. Und zwar du. Ja, dann stellen wir uns einfach irgendwo hin. Für eine Runde. Ziehe los. Bisschen aufgesplittet. I'm going. On my way. Die Brücke hier ist unser. Rücke vor. Du, ja, einfach alle Overwatch. Augen auf. Bestätigt, Überwachung läuft. On Overwatch. Ich überwache den Bereich. Was? Scanning. Oh Mist, oben habe ich auch noch Leute. Hätte ich wohl doch ein bisschen mehr vorrücken sollen, ne? Gehen wir zurück. I'm going. Moving to Overwatch. On my way. Overwatch. I'm on the move. Moving to Overwatch. On Overwatch. Ihr seid tot. Ich bin aufgezogen. Feinde greifen von den Seiten an. Just a little off. Daneben. Ziel eliminiert. Zu viele Streifschüsse. Okay. Sind nur die Viper gestorben? Druck mal zwei. Hat sich zu sehr aufgesplittet. Schade. Ist ja gut für einen Raketenwerfer gewesen. Ja. Okay. Dann fangen wir doch mal an. Geh bitte. Kannst du hier einmal so theoretisch langflammern? Den hinteren erwischst du irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Okay, dann probieren wir es von. Hier wird der Weg falsch sein. Geh mal hier hin. Oh, geht auch nicht. Okay, dann hast du noch eine Rakete. Rakete könntest du 3,16 Felder. Das ist ein bisschen viel. Du könntest den da flankieren mit 81%. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Ja, mach das mal. Hm? Der wäre weg. Dann gehen wir mal mit dir schreddern. Also erstmal, ne, Übersteuerung. Drei Aktionen hat er jetzt. Eine ist gehen. Und zwar dahin. Die andere ist die Schredderkanone einmal hier schräg durch. Und das dritte wird ein Schuss. Ich bin wie eine Gazelle. Ja, bist du. Eine riesige, tödliche, schwarz lackierte Gazelle. Und leider kriegen die Drohnen nicht mit rein. Aber das ist okay. Oder? Wo ist die Drohne? Achso, die ist ganz unten. Die schwebt nur nach oben. Ja, okay. So. Der wäre weg.
Und dann schieß jetzt bitte auf den, die du am besten treffen kannst, weil wir haben noch ein paar andere Soldaten, die aufwischen können. Du hast 75% auf die Drohne, 38 auf den, 30 auf den, 24 auf den, das ist lächerlich. Ja, dann mach die Drohne bitte. Ich verhalte mich fast schon menschlich. Ja, lästig ist sowas, ne? Zeit zum Nachladen. Hast es heute mit fast. Geh du bitte. Run and. Du brauchst keinen Run-Gun, oder? Gehst einfach dahin und schießt ihn zu Klump. Wechsle Position. Ich meine, nah genug dran müsstest du sein für einen ordentlichen. 50%, obwohl du so nah dran bist. Seriously. Ja, nee, dann machst du bitte jetzt etwas Gefährliches. Machst du über einen Gun. Gehst du hier hin. Gefährlich ist es, falls wir eventuell da was Neues aufdecken an Truppen, aber das sieht nicht danach aus. Oh. Der da hinten wird nicht getroffen, aber seine Deckung wird eventuell geschreddert. Warum wirst du nicht rot? Achso. So. Der sollte sterben und die Deckung... Da wird nicht angekratzt. Dann Granaten. Machen wir später. Dich machen wir auch später. Sniper. Trefferchancen sind alle grottig. Könntest irgendwas holotaggen. Die hinten haben keinen Feindkontakt, ne? Nein. Und ich würde auch ungern vorrücken, falls da noch welche dazwischen sind. Wen kannst du alle schnetzeln? Nur die beiden. Ja, dann schnetzel bitte den von da aus. Hast du wenigstens Deckung. Gott. Ziel neutralisiert. Also die rechte Seite ist schon mal frei. Das war Trupp 1. Trupp 2 hat, glaube ich, bisher nur einen verloren. Das müsste der da sein. Frostbombe. Kommst du nicht nah genug ran, oder? Hast noch ein Übernahmeprotokoll für die Drohne? 88%. Ja, komm. Gut. One down, thousands to go. Bleiben noch. Bleibt nur noch der Sniper unten? Ja. Come get some. Got it covered. Ja, ist echt nur noch der Sniper unten. Hier oben mal ein Overwatch. Oh nee, doch hier. Wir haben noch Killtag. Granata. Dann schicken wir dich mal. Wobei, wenn du dich nicht bewegst, hättest du bessere Deckung. Bessere, weniger Streuung. Aber kommst nicht da an. Gut, dann halt hier hin. Und du hast das C-Wegspringen-Perk-Ding, ne? Ja. Das heißt, es ist... Nee. Ja, dann auf jeden Fall den Muton. Muton ist viel gefährlicher als so ein Frissel-Frassel-Typ da. Boom! Mit dir. Und als letztes haben wir den Sniper. Der 31% versucht. Willst näher an den Bot ranlaufen. Okay, Verstärkung ist auf dem Weg. Das ist nicht so gut. Du lädst bitte nach. Rock'n'Roll. Du musst eigentlich auch nachladen. Das Problem wäre auch, wenn die jetzt hier oben auftauchen. Ja.